Also ich habe hier zwei Funktionen und die sollen sich schneiden, und zwar mit 90 Grad. Und die Frage lautet jetzt einfach, was ist dieses K? Welches K muss ich einsetzen, damit die das machen? Und wir leiten mal ab. Ableiten ist immer gut und dann geht es weiter. Also F'Doppelpunkt Y ist gleich E hoch irgendwas ist immer E hoch irgendwas. Und jetzt muss ich dieses irgendwas nachdifferenzieren. Kx abgeleitet ist K. Ja, wenn ich jetzt 3x ableite, kriege ich ja 3 raus. Okay, und das ist jetzt hier auch so. Wenn ich kx ableite, kriege ich k raus. Fertig. Die nächste, G' Doppelpunkt y ist gleich e hoch minus kx mal minus k. Und jetzt mache ich zwei Lösungen. Bei der ersten mache ich eine Skizze und mache das so ein bisschen mit Überlegung und bei der zweiten eher durch Rechnen. Bei der Skizze denke ich mir, ja, e hoch irgendwas schaut so aus und ja, das ist dieses e hoch kx und e hoch minus kx schaut meistens so aus. Ich hätte, also die schneiden sich ja vermutlich bei 0, also bei x gleich 0, ja, und y gleich 1. Und ich hätte jetzt hier gern, wenn ich jetzt so eine Tangente habe, eine Tangente hätte ich hier gern 90 Grad, und damit das passiert, wäre es gut, wenn ich hier die Steigung mf gleich 1 hätte, und damit das passiert, hätte ich gern die Steigung von dem g gleich minus 1. Das heißt, die Ableitung, ne, also f' von 0 sollte 1 sein. Ja? Und g' von 0 sollte minus 1 sein. Wenn das so wäre, dann habe ich einen Schnittpunkt und dann habe ich die 90 Grad und fertig. Das muss ich ja nur einsetzen. Das heißt also f' von 0. Ich setze jetzt hier, ich schreibe es nochmal ein bisschen anders hin. So. Also, f' von x war ja e hoch kx mal k und dann f' von 0 ist e hoch 0 ist 1, ja, ist k. Und das soll 1 sein. Ja, dann weiß ich schon, dass k gleich 1 ist. Ja, und bei g', also g' von x war ja e hoch minus kx mal minus k. Und das soll jetzt, wenn ich hier 0 einsetze, g' von 0 ist e hoch 0 ist 1, also 1 mal minus k mal. Und es soll minus 1 sein. Ja, mit k gleich minus 1 funktioniert es. Also, k gleich 1. Also, das ist die Lösung gefunden. K gleich 1 gewonnen, fertig. Jetzt kommt die zweite Methode, wie man es machen kann. Die ist, ich finde sie nicht so schön, aber die ist interessant. Wenn ich nämlich eine Gerade habe, y ist 3x plus 7, und ich möchte eine Gerade, die da senkrecht ist, y ist gleich, dann gab es einen Trick. Die Steigung lautet minus ein Drittel mal x plus, egal. Ja? Also wenn ich hier eine Steigung m habe, habe ich hier die Steigung minus 1 durch m. Machen wir mal ein bisschen sauberer bei 3. Das ist ja keine 3, so, das ist die Steigung 3. So. Also die Steigung 3 hat hier 3 ein zurück, 3 Eintel. Und jetzt das Rote senkrecht dazu. Mal da auch irgendwie so, das ist jetzt hier senkrecht, genau. Das ist ein Drittel. Und weil es fällt, Minus. Okay, das war so die Wiederholung. Und die kann man brauchen, das heißt die Normale. Also die Tangente ist immer so, ist immer brav und die Normale ist drauf senkrecht und dann, das steht auch in der Formel zusammen mit diesem minus 1 durch. So, das kann ich jetzt, da kann ich jetzt allgemein rechnen. Also ich habe hier f' von x. Und das soll ja, 90 Grad sein auf diesem g' von x, aber eben minus 1 durch g' von x. Also das ist der Zusammenhang, den wir da hatten. Also das ist hier quasi mein m und das andere ist dann mein, ja, also wenn das hier das m von dem f' ist, kriege ich das hier nochmal durch 1 durch n. Ja, und wenn ich das weiß, einfach ansetzen. F' von x, das war e hoch kx mal k gleich minus 1 durch g' war e hoch minus kx mal minus k. Gut, naja, da muss ich jetzt an der Stelle weitermachen. So. Ja, genau, dieses
Minus und dieses Minus, die fallen weg. Also Minus habe ich schon mal nicht. Und dann mache ich hier mal k und mal e hoch minus kx. Und dann geht es hier weiter. Dann habe ich hier k mal e hoch kx. Also das ist das da. Ne? Und jetzt nochmal mal k mal e hoch minus kx gleich 1. Der bleibt übrig und... Also k Quadrat mal e hoch kx mal e hoch minus kx gleich 1. E hoch irgendwas mal e hoch irgendwas, die werden addiert. Plus. Und kx plus minus kx ist 0. Und e hoch 0 ist 1. Ja? Ich könnte auch sagen, dieses e hoch minus kx ist 1 durch kx, dann kürzt sich's weg. Auf alle Fälle, das ist weg. Ja? Das hier wird 1. Also in dem Fall bei einer Multiplikation ist es weg mit 1. Ein bisschen Platz schaffen und dann habe ich hier k Quadrat gleich 1, k gleich plus oder minus 1. Ah, das minus 1 hatte ich da oben nicht, aber das fehlt mir bei meiner logischen Überlegung. Das ist ganz interessant, weil klar, mit minus 1 geht es auch, weil sich die zwei dann vertauschen.